Jo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Stadion-Vlog auf meinem Zweikanal Broski. Heute keine Live-Reaction, heute endlich wieder ins Stadion. Freunde, AC Mailand gegen Inter Mailand, das Mailänder Derby im Champions-League-Halbfinale. Gestern hat er schon Real gegen City gespielt, war auch ein krasses Spiel. Ich bin heute im Stadion, ich habe extrem Bock. Ihr habt vielleicht das Video gesehen, wo ich beim Viertelfinale war. Ich habe mich echt ein bisschen in Mailand verliebt, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich freue mich einfach nur, Freunde. Lasst ein Like da. Ich würde sagen, wir machen uns auf zum Flughafen und dann geht's los nach Milan. Freunde, wir sind im Hotel angekommen in Mailand. Ich werde jetzt ins Zimmer einchecken und dann geht's los. Freunde, finally, endlich wieder Champions League Halbfinale, AC Mailand gegen Inter. Ich habe so Bock, ganz schön ins Hotelzimmer Sachen ablegen und dann vamos. So Freunde, im Hotel angekommen, ist ein sehr, sehr schönes Teil. Ihr kriegt eine schnelle Roomtour. Das ist hier unser Eingangsbereich. Schick, sogar echt sehr groß, kann man noch chillen. Moin das. Auch hier einen kleinen Fernseher, Ausblick, schwer, nicht so geil, aber ey, was geht mit dem Bro? Moin das! Ja, guck nicht. Bett ist einigermaßen gültig, aber keine Schuhe aufs Bett, wichtig und richtig. Freunde, wir machen uns jetzt gleich los und dann erkunden wir noch ein bisschen die Stadt. An der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank an Heineken, Freunde. Ihr habt es ja gefeiert, beim Champions League Viertelfinale war ich auch am Start. Bei Mailand gegen Neapel und die unterstützen auch wieder den Stadion-Vlog. Heute haben mir die Tickets besorgt, was ja wirklich auch sehr schwierig ist, da ranzukommen. Und ich sitze sogar an den gleichen Plätzen wie letztes Mal ungefähr. Das heißt, ich treffe sogar vielleicht den legendären Fan wieder, der ja letztes Mal wirklich alles abgerissen hat. Der war so cool, der ältere Mann da. Das war richtig, richtig nice. Also vielleicht treffe ich den wieder. Ganz viel Liebe an Heineken, wie gesagt, dass die mir das hier zur Verfügung stellen und das Ding supporten. Cheers to all Fans, Freunde. Die Tour geht weiter. Und auch nach diesem Vlog sehen wir uns ja spätestens beim Finale wieder. Aber jetzt erstmal rein in die Mailänder Innenstadt. Ich habe noch ein paar Spots für euch, die ganz cool sind. So Freunde, wir fahren jetzt auf dem Weg in die Stadt und werden uns dann noch mal ein paar Sachen angucken. Und ich darf natürlich hier auch mich noch mal ganz herzlich bei Heineken bedanken, die das Ganze hier sponsoren. Ich bin weiter ein Teil der Cheers to All Fans Tour. Wir sind auch beim Finale am Start. Und ihr könnt auch wieder was Cooles gewinnen. Und zwar eine originale Heineken Zapfanlage. Für euch zu Hause. Dafür brauche ich einfach nur zwei Sachen von euch. Und zwar einmal ein Like auf dem Video und schreibt in die Kommentare, was euer persönlicher Fan-Moment ist. Also was ist der heftigste Fan-Moment von euch? Egal ob vor dem Fernseher zu Hause oder im Stadion, was ist euer krassestes Erlebnis? Schreibt es rein, ich bin mal gespannt und einer von euch kriegt dann diese Zapfanlage. Also nehmt sehr gerne an dem Gewinnspiel teil. Ich würde sagen, wir fahren jetzt in die Stadt, machen das Ding noch ein bisschen unsicher und gucken mal, was da noch so geht. Wir laufen jetzt hier einmal durch diese alte Passage durch. Das sieht halt schon echt cool aus, ne? Würde mich mal interessieren, wie lange das Ding da schon steht. Oha, ich nehme das mal 1300. Junge, weiß nicht, ob man das erkennt hier. Ich glaube nicht auf der Kamera. Da steht, das Ding wurde 1330 gebaut. Das ist schon sehr, sehr cool. Wir sind jetzt wieder am Plaza della Scala, habe ich gelernt. Und hier kommt man dann auch wieder in diese Passage hinein, die Einkaufspassage, die ich euch letzten Vlog schon gezeigt habe. Ich mache es jetzt diesmal nicht so ausführlich, weil ihr kennt ihr aus dem letzten Vlog, aber wir gehen natürlich rein. Das ist halt schon ein Brett hier. Ne? Das ist schon das Schönste, was man sich angucken kann in Milan. Schau mal, Freunde, wir sehen auch schon die ersten AC Mailand Trikots in dieser Passage hier. Ah, guck mal, da sind die nächsten Schals. Die Stadt ist ready. Heute ist Derby-Zeit und wieder Mailand Trikots. Geil, Mann. Hey, wir haben hier einfach mitten in dieser Passage so ein paar coole Abonnenten getroffen. Sind Mailand-Fans, wie man erkennen kann. Und ich brauche Tipps, Jungs. Also, mal reinschauen hier. 2-0 AC Milan. Wer macht die Dinger? Zweimal Giroud. Stark. 3-1 Milan. Ah, ich sag 2-1, zweimal Giroud und einmal Lautaro. Richtig. Kennt ihr die Teasy, Jungs? Ja. Was haltet ihr von denen? Das, genau das habe ich gebraucht. Wir gehen jetzt hier auch noch was essen, Freunde. Sieht sehr, sehr geil aus. Hier ist ein Restaurant direkt in der Galerie. Ich bin mal gespannt. Einfach hier ist eine Schlange vor uns. Das heißt, ich glaube, so schlecht wird es nicht sein. Leute, ich sage euch ehrlich, die italienische Küche, es ist
ich könnte hier alles essen. Italienische Küche, es ist einfach alles geil. Bin so überfordert. Ich glaube, es wird sogar wieder tatsächlich keine Pizza bei mir. Boah, Freunde, Vorspeise ist da. Bruschetta, Bufala. Schmeckt. So, es sind die Trüffelnudeln geworden. Sehr geil. Bei dem Kollegen eine schöne Margarita. Es wird reingeschmatzt. Und bei der Kulisse hier schmeckt es doppelt so gut. Freunde, ich bin ganz ehrlich, ich glaube, mein Mund ist komplett voller Öl. Ah, es war so geil. Boah, richtiges Brett. Ich bin so vollgefressen, aber so geil vollgefressen. Versteht ihr, was ich meine? Nicht so dieses, ich fühle mich ekelig, sondern ich fühle mich einfach gerade gut. Unfassbar krass. Ich guck mal gleich, wie der Laden hier heißt, dann sage ich euch das nochmal, dass ihr das mitnehmen könnt, wenn ihr mal hier seid. So, Freunde, ich bin jetzt hier noch in so einem random Laden. Die Marke kenne ich gar nicht. Ich brauche unbedingt eine Jacke. Ich bin einfach ein T-Shirt unterwegs. Ich habe nur so eine richtig dicke Jacke mit. Und ich will jetzt sowas etwas Dünneres haben. So, Freunde, die Jacke ist eingekauft. Jetzt bin ich so halbwegs stark klar. Ein Step fehlt noch. Denn wir gehen jetzt noch in den AC Mailand Store. Da gibt es irgendwie so ein richtig großes Ding. Da wollen wir mal rein. Weil der Kollege hier, der braucht noch Ausstattung. Und ich will mir eigentlich auch noch irgendwas holen. Schon letztes Mal gut reingeshoppt. Aber ich habe einfach Bock. Und das Geile ist, wenn wir die Kamera mal drehen. Junge, egal wo du hinguckst, ne? Es ist überall AC Mailand Inter. Guck mal, hier schon wieder ein kleiner Junge mit dem AC Mailand Schal. Da hinten haben wir schon wieder AC Mailand. Das ist halt richtig, richtig geil. Also ich bin ehrlich, Inter bis jetzt schon krass in der Unterzahl. Also ich würde sagen, es ist so ein 70-30 AC-Ding. Freunde, da sind wir doch. AC Mailand Store muss einfach anstehen. Das hier ist auch das neue vierte Trikot von Mailand. Das gibt es jetzt auch in FIFA. Junge, das sieht auch sehr, sehr geil aus. Ey, es ist so rappelvoll hier drin. Wenn man reinkommt, direkt Ibra begrüßt sein. Ibra Bro. Alles gut. Alles gut. Ey, die Einrichtung von diesem Fanstore ist halt so geil. Guck dich mal hier diese Wand an. Legendäre Trikots von Van Basten, Maldini, Hullet sehen wir sogar hier. Hey, jetzt mal ohne Spaß, ne? Aber es gibt einfach so Vereine, einfach durch deren Farben und durchs Logo. Oh, diese Trikots sehen einfach alle geil aus. Ich überlege jetzt sogar, ob ich mir dieses weiße Trikot nochmal hole. Ich bin jetzt übrigens auch eingekleidet. Der Schal ist dabei, Freunde. Wichtig und richtig. Ich bin heute natürlich pro AT. Ich habe es im letzten Stadion-Vlog gesagt. Aber ich habe mich in diesem Verein einfach so ein bisschen verliebt, ne? Also, ich muss sagen, jetzt habe ich natürlich die Inter-Mailand-Kulisse noch nicht erlebt. Ne? Vielleicht gehe ich ja noch zum Rückspiel. Wenn ihr Bock habt, dann mache ich es. Aber, hey, San Siro, AC zu Hause, das hat mich letztes Mal so umgehauen. Ich konnte nicht anders. Und jetzt heute wieder hier zu sein, einfach nur sehr, sehr dankbar dafür und habe auch einfach richtig Bock darauf. Und diese Stadt, ne? Mailand ist halt einfach wunderschön, Junge. Bigletti? Hallo, Bigletti? Ticket? Irgendwie war das letzte Mal geiler. Ach, da ist es. Ja, hier müssen wir rein. Das ist schwer. Oh, Freunde. Man hört ja auch schon die Inter-Mailand-Fans. Und wir sind am San Siro. Let's go. Junge, es ist einfach so schön. Und hier ist schon richtig Stimmung. Ey, das wird wieder so geil, Mann. Hört schon die ersten Fangesänge. Es ist einfach so geil. Stadtderby, man merkt das. Und wir haben auch vor allem extremes Glück mit dem Wetter gehabt. Hier war einfach 90% Regenwahrscheinlichkeit angesagt. Aber all good. Und schaut mal hier, das liebe ich ja auch immer extremst. Wir sind jetzt hier in so einer Seitengasse. Fressboden, Stände, sowohl für die Inter als auch für die AC-Fans. Das ist halt extremst geil. Ey, Nils, passiert jetzt, ne? Wir sehen das Ding jetzt zum ersten Mal in voller Pracht. Der Mann ist übrigens auch zum ersten Mal im San Siro. Boah. Alter. Junge, ich bin wirklich, auch wenn es nur ein Monat her ist, er schiebt mich immer noch genauso an. Junge, ist das eine Schönheit, dieses Stadion. Alter, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Vor allem bei dem Wetter jetzt noch und dann einfach hier, dem Setup, einfach nice. Freunde, wir haben zwei sehr, sehr coole Zuschauer getroffen. Zeig mal her, du bist Mitglied sogar bei AC Mailand. Alter, das ist Treue, Freunde. Guckt euch die beiden an. Geil. So, und die beiden haben jetzt auch Chance, was zu gewinnen. Wir haben wieder das Heineken Fanquiz am Start. Das heißt, ihr müsst jetzt eine Frage beantworten. Und ich hoffe, ihr habt die richtig. Wenn ja, gibt's Freebier. Ist immer gut, oder? Kann man mitnehmen, oder? Also, die Frage ist, und zwar, wie viele Meisterschaften haben beide Mailänder Clubs zusammen? Zusammen? Ja. Von Inter sollen wir nicht wissen, dass... zusammengerechnet? Ja. 38. Boah, das ist genau richtig. Alter, GG's, clap. Ey, stark. Jungs, wir machen euch die beiden auf. So, Jungs, Freibier für euch. Gönnt euch. Viel Spaß beim Spiel. Und jetzt brauche ich noch eine Match-Prediction. Haut mal raus. 2-1 Milan.
2-1? 2-1. Boah, ich sag, ich hoffe. Freunde, wir haben zwei neue Fans, auch von AC Mailand. So, what's your name, guys? My name is Massimo. And you're Andrea. So, and our question for you guys is, which player has played for AC Milan and Inter Milan both, and in both teams scored the most goals in the one season? You know which player that could be? Not true. It's another one. Also currently active. Yeah, that's right, man. That's right. So that's two free beer for you guys. Hey, check. Check. Yeah. Hey, where's our beer guy? Hey, we get them. So, die Bier sind offen. Guys, enjoy the game. And hey, Forza Milan, eh? Forza Milan. Bye bye. Also, Freunde, die sanitären Anlagen hier, ne? Das ist gottlos. Hier stehen einfach vier Dixies. Jungs, ich sag euch, hier geht eine richtige Party ab, Alter. Ich feier das so krass, diesen Vibe vom Stadion. Generell bin ich auch sehr, sehr gespannt, was heute passieren wird. Ich meine, es gibt einen Heimvorteil hier, aber halt auch nicht so wie in anderen Spielen, ne? Also, ich meine, die teilen sich halt ein Stadion, auch wenn AC heute natürlich deutlich präsenter vertreten sein wird. Und das ist halt schon was Besonderes, so ein Stadtderby. Beide Vereine haben das gleiche Stadion im Champions League Halbfinale. Ich bin mal gespannt, gegen wen der Gewinner dann zocken wird. Real gegen City ja gestern mit dem 1-1. Ich finde, da ist noch komplett offen. Kann ich ehrlicherweise gar nicht einschätzen, wer da weiterkommt. Ich habe einfach nur Bock aufs Spiel und ich gucke die ganze Zeit so links diesen alten, wunderschönen San Siro hoch. Ich versuche es halt auch wirklich zu genießen, weil ey, wer weiß, ob ich hier nochmal bin, ne? Bis zum Abriss. Wer weiß, Alter. Deshalb Ich werde jeden Moment genießen, Freunde. Und ich bin echt richtig Bock darauf, Alter. Oh, wir gehen rein. Ja, let's go. So geil. Stark. Sorry, Kulpa mia. Bruder, einfach fast gestorben. Bruder, hab kein Ticket. LOL. Jetzt check ich's erst. Ey, aber der wurde direkt... Hast du es gesehen? Bro, er wurde direkt wieder gekickt. Hast du es gesehen? Ich dachte, was geht mit Nils seinem Ticket nicht richtig? Einfach hinter ihm hat einer versucht, ein bisschen fitner zu machen, sich reinzuschmuggeln. Hat leider gar nicht funktioniert. Da war 10 Sekunden drin. Geil, Alter. Oh, und da ist es. Die legendären San Siro-Säulen. So geil. Ich hab so Bock. Wir gehen jetzt rein ins Stadion. Freunde, das Coole ist auch, dadurch, dass wir jetzt dieses Mal ein bisschen besseres, also deutlich besseres Wetter haben, als beim letzten San Siro Stadion Vlog, kann ich euch halt auch solche Sachen jetzt nochmal genauer zeigen. Hier an der Wand sind nämlich die ganzen Erfolge von AC Milan aufgehangen. Hier haben wir zum Beispiel Champions von Europa, also die alte Champions League, damals noch der Europapokal der Landesmeister. Stadio Santiago Bernabeu, Saison 68-69. Und das geht hier immer so weiter. Das ist halt einfach richtig, richtig cool. So, hier sieht man dann aber auch, warum die das ganze Ding natürlich auch neu bauen wollen. Das ist jetzt halt der Weg zu den VIP-Plätzen. Mir persönlich ist es komplett scheißegal, sag ich ehrlich. Aber man will natürlich halt alles so ein bisschen schicker machen. Ist halt ein alter, rustikaler Betonbau, wo hier die Decke abblättert. Ne? Versteht man dann, glaube ich, schon. Freunde, das hier sind übrigens die Plätze, wo wir heute sitzen. Guckt euch das mal an. Ist wieder diese gleiche Lounge wie letztes Mal. Richtig, richtig nice, Alter. Ich werde noch eine Kleinigkeit gegessen. Ich muss sagen, ich bin eigentlich satt. Wenn du halt hier willst und es gibt Essen, dann muss halt auch rein. Ja, Digga, auch mal wieder essen. Und das Geile ist einfach draußen schon richtig Action. Einfach über eine Stunde vor Anpfiff, so geil. Freunde, schaut mal, wer einfach direkt neben mir sitzt. Die FIFA-Legende, The Pampus. Now, what's your game prediction for the I'm hoping AC Milan will win. I think they will. I'm expecting a Giroud hat-trick today for the Arsenal guys, you know? Okay, you heard it here first. Thank you, man. Und wir sind im Stadion. Ey, Digga, es ist so geil. Und es geht schon wieder die Party ab. Alter! Die Torhüter sind gerade rausgekommen zum Warmmachen. Oh oh. Was passiert jetzt schon wieder? Junge! Links übrigens die Kurva Nord. Da sind immer die Heimfans von Inter. Und rechts die Kurva Süd für AC.
Boah, Junge! Was geht hier schon wieder ab? Die AC-Spieler kommen raus! Oh, die Interspieler! Pfui! Junge! Alter! Hey, einfach wirken lassen, Freunde! Ey, das haut mich genauso um wie letztes Mal. Das ist so krass. Ey, ich bin nur ehrlich, Freunde. Ich sitze heute eine Reihe tiefer als gegen Neapel. Ich hoffe, der Fan ist da, Mann. Ich hoffe, der alte Mann ist da. Der war so cool. Er müsste eigentlich hier unter mir sitzen. Drück mir die Daumen, dass er noch kommt. Ey, diese Lautstärke hier übrigens, ne? 50 Minuten vor Anpfiff. Das schallert mich komplett weg, Alter. Das ist einfach so geil. Die Interfans da hinten versuchen auch ein bisschen Action zu machen. Das sieht schon echt krass aus. Aber so sieht das aus, wenn Inter versucht, ein bisschen Action zu machen. Und da hinten wird gepfiffen. Oh, Freunde. Pioli ist on fire. Das ist so geil. Natürlich. Natürlich. Da gehen direkt alle hoch. Das ist echt so krank. Junge, guckt euch diese Party an. Vor dem Album. Junge! Freunde, es gibt wieder eine Choreo. Ja! Zweimal Sassiro, zweimal komplette Stadion-Choreo. So Freunde, die Aufstellungen sind jetzt auch offiziell draußen. Bei AC ist der Trümmerbruch eingetreten. Rafael Leão ist nicht fit geworden fürs Spiel. Ihr seht hier. Ja, guck mal, das geht nicht. Du kannst ja nicht über Aufstellung reden. Da machen die wieder sowas. Schade, ist so geil, Mann. Oh, die Interfans. Ja, ja. Ja, ja, das geht die ganze Zeit so. So sieht es hier übrigens aus, wenn man von seinen Plätzen weggeht. Dann hat man hier einfach so eine kleine Reling, also eine kleine Bande. Junge, das sieht schon sehr, sehr krank aus, aber ich hol Getränke. Digga, das ist geisteskrank! Meine Ohren fliegen weg! Alter! Digga, geisteskrank! Oh mein Gott, sie spielen's heute! Sie spielen's heute! Ich bin so glücklich damit! Sie haben's gegen Neapel nicht gemacht! Unfassbar. Alter. Oh mein Gott, Digga. Junge. Alter. Das ist komplett gestört. Digga,
Digga, einfach Inter Mailand, die Nordkurve von denen hat auch eine Choreo. Junge, ist das krass. Das ist Fußball, Alter. Beide Mannschaften noch mit Mannschaftsfoto und dann geht's los. Freunde, es ist komplette Gänsehaut. Auswärtsfans komplett laut. Heimfans komplett laut. Komplette Gänsehaut. Wahnsinn. Mike Nor geht aufs Tor. Der Junge hält nicht kleine Eier, wäre ich jetzt da unten. Das Spiel läuft. Rein geht's. Stadtderby im Champions League Halbfinale. Es ist so gestört. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen, Freunde. Was sehr schwierig ist. Aber soweit ich das richtig verstanden habe, ist der Auswärtsblock eigentlich dort oben. Aber es gibt wie so ein Gentleman's Agreement, dass man sich halt jeweils beide Vereine sich für die Spiele die Kurve gelassen haben. Wenn ich es richtig verstanden habe. Keine Ahnung. Schreibt gerne in die Kommentare. Und jetzt gehen wir rein hier. Und da wird so geackert unten, Junge. Und dieser Tränenapplaus. Hört euch das an. Das ist ein Einwurf. Die Mailand-Fans feiern hier so eine Party, Alter. Das ist komplett krass. Das ist wie letztes Mal. Es ist keine 10 Sekunden ruhig in diesem Stadion. Das ist einfach so heftig. Oh, gibt die erste Ecke für Inter. Oh, jetzt zieht euch das rein. Hakan muss zur Ecke. Oh mein Gott! Alter, der Bruder wird hier so gehasst. Wow! Oh mein Gott! Alter. Oh, der jubelt in die Fans rein. Alter, Junge. Edin Dzeko, Bruder! Ey, geisteskrank, ne? Hakan wird komplett ausgepfiffen. 10 Sekunden später schlägt der Bruder eine perfekte Ecke und Dzeko haut das Ding in den Winkel. 0-1. Erster Chance, erster Treffer. Geisteskrank. Für mich ein bisschen bitter, Junge. Ich will das Artikel fahren. Ey, also was die Inter-Fans da abreißen, ist aber auch geisteskrank, ne? Boah, Junge, so krank. Da wurde auch gerade das erste Mal gezündelt. Beide Kurven halt, ne? Komplett. Ey, by the way, was auch krass ist, hier sitzen einfach überall so Leute in den Gängen. Das, was der Kollege hier bei Nils versucht hat, ne? Ich glaube, das war heute kein Einzelfall. Ich glaube, das Stadion ist viel zu voll einfach. Ohne Spaß, sie haben sich so viele reingeschmuggelt. Oh, und Inter direkt wieder. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter! Ich glaube, Barella war es. Nee, Mkhitaryan. 2-0. Batsch, batsch. Zwei Chancen, zwei Hütten. Schaut euch die Kurve Nord an. Geisteskrank. Komm, erzähl jetzt mal. Ah, nee, ist gar nichts. Was ein Start von Inter. Oh, weiß ich nicht. Ein sehr hitziges Ding hier. Digga, oh mein Gott, Inter hat gerade den Pfosten getroffen. Oh mein Gott. Digga, was geht hier ab, Alter? Inter kann hier 3-0 führen. Also Inter nimmt AC hier komplett auseinander in der ersten Viertelstunde. Tut richtig weh. Hey! Ref! Was?
Also das ist aber langsam geisteskrank. Halt euch übrigens, Marc, ne? Hinter mir geht gerade Handgreiflichkeit los, alles klar? Also ja, hinter mir ist jetzt nicht der alte Mann, wie bei Neapel, sondern es streiten sich alle, weil es irgendwie Probleme mit dem Plätzchen gibt. Weil hier einfach so viel entstanden ist. Junge, ist das wild. Ja! Oh! Ausnetz! Aber es gibt Applaus, war die beste Chance bis jetzt. Elfmeter, Inter. Riesenfehler von Thier, der ist weggerutscht. Bruder, das wird jetzt gerade zum kompletten Debakel, Alter. Junge, das kann doch nicht sein. Mann. Ach, Bro. Also, glasklarer Elfer. Ich hätte sogar rot gegeben, für mich hat er eine klare Torschuss verhindert. Aber es ist einfach der Trümmerbruch. Oh, okay. Er geht in die Review Area. Für mich sah der klar aus, aber... Ey, wer weiß. Kein Elfmeter! Kein Elfmeter! Hab ich niemals gedacht, Alter. Geisteskrank. Okay, das habe ich niemals gedacht. Sah ganz, ganz anders aus von hier oben, Junge. Hakan stand schon am Elferpunkt. Das wäre auch so eine Geschichte gewesen. Jetzt ist wieder Feuer drin. Junge, wie geil ist das? Ein Bierstand. Hallo. Stösex. Mahlzeit. Sehr, sehr bitteres Spiel bis jetzt für AZM. Aber es gibt nochmal Forza Milan Rufe. Also, ganz kurzes Halbzeitfazit. Ich sag euch ehrlich, AC Mailand wird überrannt. Also Inter ist die so viel bessere Mannschaft. Hinten bei AC, Pierre, Tomori, Calabria rechts vor allem, haben so ein absolutes Köttel in der Hose. Gerade bei Leao fällt an allen Ecken und Enden. Lena ist ja auch super bitter. Inter ist einfach besser, Inter führt hochverdient. Und ja, es ist einfach traurig, Mann. Weil es wäre so viel geiler, wird AC führen, wird das ganze Stadion so eskalieren. Mann, ich bin ein bisschen gebrochen, Alter. Ich bin ehrlich ein bisschen gebrochen. Zweite Halbzeit geht los, Freunde. Beide Mannschaften sind da. AC feilt am Comeback. Come on. Ey, Freunde, schaut ihn euch an. Was eine Entwicklung. Da unten ist er. Die Schalke Aufstiegslegende Malik Ciao. Der Bruder ist jetzt aktuell nicht in der Startelf, aber der hat sich bei Milan so gut entwickelt. Ey, Freunde, auf den müsst ihr in Zukunft achten. So ein talentierter Innenverteidiger. Oh mein Gott! Bro! Egal, Mann, weiter. Ja, Mann, die sind so da wieder. Guckt ihr euch an. Wir werden so gepusht jetzt die nächsten 40 Minuten. Also an dem Support liegt es nicht, Freunde. Da wurde gerade ein Einwurf gejubelt. Ey, Freunde, Malik Ciao kommt einfach rein. So geil. Vor einem Jahr noch zweite Liga mit Schalke gespielt. Auf einmal Champions League Halbfinale. Alter. Freunde, guckt euch das an. So geil. Junge, wie krank sieht das aus? Es ist so hitzig, Alter. Way, yo. Chill mal kurz da hinten. Geisteskrank. Egal wie das Ergebnis ist, es ist einfach Gänsehaut. Es ist einfach Gänsehaut. Ja, ja. Oh nein! Oh mein Gott! Fuck! Das ganze Stadion ist verraucht, Mann. Hey, das wär's gewesen, Mann. Aber Stadion, push nochmal. Gutes Ding. Ecke, Junge. Komm, Alter. Komm. Sie sind so am Kochen, Alter. Ah. Komm, Mann. Hat ihn. Çalhanoğlu wird ausgewechselt. Ja, ja. Ganz schwieriges Ding hier. Junge, wir werden einfach von so einem offiziellen Filmteam gefilmt. Was ist denn da los? Das Stadionblock in 8K oder was? 4 Minuten Nachspielzeit, aber
Hier gehen die ersten beiden Paars die Hoffnung vorbei. Ich weiß auch nicht, wie Milan AC hier noch ein Tor schießen soll. Also ehrlich jetzt, Inter ist krass am Rhein provozieren, das packt schon hart ab. Ey Bro, ich schwöre, Inter Mailand sind solche Drecksäcke. Die ziehen das seit 15 Minuten durch, es triggert so hart. Alle zwei Minuten hat da einer einen Schlaganfall. Junge! Und Blitzheilung. Dumm. Dumm, Bruder, da so zu halten, so dumm. Ah, Mann, ey. Das Spiel ist vorbei. Inter gewinnt 2:0 im Endspiel. Und wir sehen ein paar lange Gesichter hier. Die AC-Fans machen ihr Team nochmal heiß fürs Rückspiel. Sehr geil. Ah, ja. Inter-Spieler vor ihrem Block. Junge, da steckt so eine Party. Aber auch die AC-Spieler kriegen nochmal Support von der Kurve. Auch das ist sehr geil. In nicht mal einer Woche ist das Rückspiel an gleichem Ort und gleicher Stelle. Beide Mannschaften gehen rein. Wir verabschieden uns trotzdem mit Pyro, mit Fangesang, mit Support von beiden Seiten. Bei mir, ihr habt es gesehen, ich war heute für Milan. Ihr wisst ja, bei internationalen Spielen bin ich eigentlich immer neutral. Aber als ich hier letztes Mal war vor einem Monat, ich habe mich in AC verliebt. Was soll ich euch erzählen, Junge? Das ist einfach geisteskrank. Ich weiß, ich glaube, da kann man auch nicht widerstehen. Musste ich rein. Junge, was muss das für ein geiles Gefühl sein, wenn du das Derby auswärts in deiner eigenen Stadt, im eigenen Stadion gewinnst. Hört so paradox an, ne? Aber ist halt einfach so. Es muss schon mies geil sein. Besonderheit übrigens hier im San Siro, ist mir letztes Mal gar nicht aufgefallen, die gehen da einfach unter der Tribüne raus vom Unterrang. Also haben wir auch noch nicht woanders gesehen. Und so sieht dann das San Siro aus, wenn es durch ist. Inter-Fans feiern noch ein bisschen. Ach Mann, aber es war einfach, es war echt ein geiles Erlebnis. Da kannst du nichts gegen sagen. Wir werden jetzt noch ein, zwei Getränke verköstigen. Vielleicht noch eine Kleinigkeit essen, da haben wir heute noch nicht genug. Und ja, Freunde, also ich kann nur sagen, ich weiß nicht, wann das Ding abgerissen wird, aber ich glaube, ich mache vorher nochmal San Siro. Das ist für mich das geilste Stadion in ganz Europa, außerhalb von der Felddienstarena natürlich. Klare Geschichte. Aber dieses San Siro, das ist einfach ein Brett, der ist einfach krank. Freunde, es geht das letzte Mal, ich hoffe nicht das letzte Mal, aus dem San Siro raus. Mann, ich nehme noch mal einen letzten Blick. Es tut einfach so weh, dass dieses... Ich dachte gerade, neben mir wird einer abtransportiert, aber alles Gute sind nur so Rucksäcke gewesen. Es tut einfach so weh, dass dieses Stadion einfach in ein, zwei Jahren nicht mehr steht. Wunderschön, also für mich wirklich nach der Veldins-Arena auf Schalke natürlich das schönste Stadion in Europa. Also auch von der Stimmung, vom Flair, vom Vibe. Richtig, richtig geil. Ich bin euch noch meinen Heineken-Fan-Moment des Tages schuldig. Und mein Fan-Moment of the Day, ganz, 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 ganz klar, natürlich die Choreo. Die war einfach geisteskrank. Dann wurde endlich dieses berühmte italienische Lied angestimmt. Ich glaube, ich spreche es richtig aus. Serge Tiamo. Ich kann es nicht aussprechen, es tut mir leid. Aber das war schon sehr, sehr geil. Also hier kriegt ihr auch noch mal einen ganz kurzen Einblick noch mal auf die Choreo. Es war schon wirklich heftig. Und ja, ich mache mich jetzt auf den Weg nach Hause und ich kann einfach nur Dankeschön an Heineken sagen für dieses Erlebnis. Guckt euch nochmal, da ist es. Dieses geile Stadion an. Auf das wir uns nochmal wiedersehen, San Siro. Es war mir eine Ehre. Es war mir eine Ehre, dieses Stadion mal betreten zu dürfen. Mein fünfjähriges Ich, was zum ersten Mal FIFA Football 2004 gespielt hat, ist einfach sehr dankbar für diesen Moment. So ein heiliges Stadion. Damit bin ich groß geworden. So dankbar, hier gewesen zu sein. Richtig, richtig geil, Mann. Komm mal, das ist halt geil, ne? Letztes Mal euch schon gezeigt und diesmal regnet es nicht. So viel cooler. Kann man hier nochmal so ein bisschen sich was angucken. Ich feiere ja diese kleinen Shops. Oh, und dieser View, Junge. Ah, gucken. Vielleicht irgendwas snacken noch. Irgendwie Fanartikel kaufen. Kann hier alles machen. Ja, Leute, das ist einfach Kirmes-Feeling, ne? Echt? Gleich kommt irgendwo Riesenrad. Oh, der Ehrenbruder hat uns gerade nach Hause gefahren. Geht jetzt rein ins Hotel und dann ab ins Bett. Was ein Tag heute, ey. Hat so Bock gemacht.